ist der letzte Ort, an den sich das Krebsgeschwür der freien Gedanken im ganzen Süden und darüber hinaus ausbreiten kann. Wir sind die Ausgestoßenen, die Mittellosen, alle, die keine gottverdammten amerikanischen Kleinbürger sind. Der Mann da, der sich gerade einen Drink genehmigt, das ist mein alter Freund Paris Jack. Paris Jack ist ein Schläger, ein Raufbold, ein echter Anarchist und ein genialer Klarinettist. Stimmt's, Paris? Ich blas nicht gern ins eigene Horn, wenn du verstehst. Die Straßen sind ruhig, Horton. Niemand... Moment. Ja, alles ruhig. Das ist die Professorin. Mit ihren Glubschern kann sie den Dreckfleck auf dem Arsch einer Kuh auf 100 Meter erkennen. Diese verfickten Regimewichser. Wenn die hierher kommen, reißen wir denen den Arsch auf. Mit Glanz und Gloria. Halleluja! Ihr seid doch gute Leute hier. Schließt euch uns an, gute Leute können wir immer brauchen. Wie wollt ihr eure hübsche Revolution denn lostreten, Terror-Billy? Terror-Billy? Heilige Scheiße, er ist es. Hat die Regimetante sie nicht getötet? Scheint, unser Freund hat Gevatter tot gesagt. Fick dich, Mann. Er ist beim Wiesenau-Kreis. Lebende Legende. Ich weiß, wer das ist. Oh, verdammt. Da kommen sie. Mit ihnen Besuch. Paris, ich bin irgendwie nervös. Würdest du dich drum kümmern? Ich seh mal, was ich tun kann. Also meine Ma sagte, trau keinem Mann, der keinen Whisky verträgt. Also setz dich, Terror Billy. Entspann dich und trink anständig aus. Boah, was zum Teufel ist das für ein Zeug? Old Horton's Special. Alter Schwede. Hör zu, Terror Billy. Ich respektiere deine Ambitionen, aber es ist einfach zu spät, verstehst du? Die Welt ist total im Arsch. Alles, was uns bleibt, ist, diesen Whisky zu trinken und darauf zu warten, bis wir draufgehen. Hätte nicht erwartet, dass Sie so ein Feigling sind. Wir haben schon für eine Revolution gekämpft, bevor das Regime kam. Unsere Bürgerrechtsbewegung hat als erste Gleichheit für alle befürwortet. Kennst du das Konzept der Bürgerrechte, Terror Billy? Nein, wohl nicht. Du bist nur ein Soldat, oder? Kumpel, ich habe mein Leben für Freiheit und Gerechtigkeit in Amerika riskiert, während Sie und Ihre Künstlerfreunde überall Bolschewistenpropaganda verteilt und gegen die Mobilmachung gewettert haben. Was nutzt Ihre verfickte Gleichheit, wenn Sie nicht den Mumm haben, für Ihre Leute zu kämpfen, wenn der Kojote schon an Ihre Haustür kratzt? Wir stellten uns Ihnen entgegen, der imperialistischen Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten von Amerika und den Geldgeiern der Wall Street, die die Kinder des Proletariats reihenweise in fremde Länder zum Sterben schickten, damit sie sich die Taschen füllen konnten. Es waren nicht ihre eigenen Söhne, die auf den verdammten Stränden bluteten. Nein, für ihre Drecksarbeit zogen sie Leute wie dich ein, während die Dollars reinströmten. Du bist eine Marionette kampflustiger Männer in edlen Anwesen. Ich habe den Scheiß durchschaut und wollte da nicht mitmachen. Und auch stehen sie vor mir, bewaffnet. Jagen das Regime. So wie ich. Unterschied, sie kommt zu spät zur Party. Hätten Sie mal Ihren Arsch bewegt, dann hätten wir den Krieg vielleicht gewonnen. Nur nichts verschütten, Horton, der frisst sich direkt durchs Horn. Davon wirst du blau, Terror Billy, du aufrechter Handlanger der Eliten. Hören Sie mal, für diesen Scheiß habe ich keine Zeit. Sie müssen sich entscheiden, aufgeben und krepieren oder kämpfen. Ich will nicht mit dir streiten, Terror Billy. Ich habe das Kämpfen satt. Satt? Wissen Sie was? Ich kriege bald Kinder! Und niemals werde ich sie in eine Welt voller Regimearschlöcher großziehen! Also was seid ihr? Hinterwäldlerische, degenerierte, besoffene, Bolschewisten-Feiglinge? Verdammte Verräter? Hat ihn umgehauen. Oh Mann, das ist das erste Mal, dass jemand nach mehr als einem Old Horton Special noch bei Sinnen war. Ich mag dich, Billy. Du hast Mumm. Na gut. Lass uns eine Revolution starten. Zeig's uns! An dem Hündchen arbeitet Paris schon über einen Monat. Meine Fresse. Wie haben Sie den gezähmt? Auge auf, ein paar Kabel gezogen, fertig. Paris lernt schnell, ist clever und hat ihn durch. Also, wie ist der Plan? Du reitest ihn, Cowboy. Ja, Mann. Du reitest da raus, ziehst das Feuer dieser Pisser auf dich und wir schlagen uns mit allen Überlebenden zum Hafen durch. Geht klar. Alles steht und fällt mit deinem Boot. Was wird dort sein? Wir haben einen Kampf von uns. Wow! Ruhig! Ganz ruhig! Ja, entschuldigen Sie. Horton, komm besser wieder hoch. Es wimmelt vor Regimesoldaten. Test, Test.
Alles bereit, Terror Billy? Viel Spaß! Und schon Frechheit, Predigt und Prost. Wir brauchen kein Tutorial für den Hund. Dann zeig mal, was du drauf hast. Nice. Geh mal durch die Seitengasse. Oder auch nicht. Wie viel Munition habe ich eigentlich hier drin? Ja. Okay, ich habe auch schon einiges verloren. Wo müssen wir eigentlich hin? Ja, offensichtlich nicht. Du wirst gegrillt. Ihr werdet gegrillt. Ich habe, glaube ich, auch nicht unbeschränkt Feuer, deswegen. Uff. Wo muss ich denn lang? Vielleicht müssen wir hier lang. Nee, irgendwie nicht. Ich halte es hier noch ein bisschen aus, so ist es nicht, aber wir haben uns die Orientierung verloren. Hier sind halt irgendwie Sackgassen. Da komme ich nicht durch. Wo soll ich lang? Klong, klong. Hier geht's auch nicht weiter. Haben wir ja. Tja. Irgendwo ist da noch ein Kommandant, den ich auch nicht aufspüren kann.
bis auf den Kommandanten gibt es hier keinen mehr. Kommt doch keine Verstärkung mehr. Alle verbrannt. Ein Alarmstang, so viel er will. Hier geht es scheinbar lang. Du verbrennst. Du stirbst und brennst. Arena-Kampf ist jetzt mit dieser Maschine hier unschön. Der braucht nicht mal allzu viel Energie. Maximiere deinen Vorteil. Okay. Dann wird sie auch knapp. Das ist schon 100er Bereich. Sollte ich langsam fertig werden. Oder Heilung finden. Nicht gut. Bin ich hier. Tot bin ich hier. Oh wei. Irgendwo Heilung gibt es Bild. Das ist nicht viel. Heilung wäre echt nicht schlecht hier. Echt nicht mehr lange aus. Was sagt das so? Ich glaube, hier muss ich absteigen und zu Fuß weiter. Oder auch nicht. Hält's nicht mehr lange aus. Verdammt mich. Der Kommandant durchsuchen ist hier gerade nicht. Hier muss ich lang. Kacke. Irgendwo Heilung hier. Alter. Heilung, bitte.
Okay, das war echt ziemlich schlecht. Recht schlecht. Und jemand schießt hier von hinten. Bauchrüstung. Kaum zum Aushalten. Ja, nö. Von wem werde ich hier erschossen? Wer? Ach, von ihm hier. Er steht noch. Dass es hier keine Heilung gibt, das ist echt scheiße. Wie soll ich hier mit 20 HP das hier schaffen? Wie soll das denn was werden? Bisschen Panzerung, aber das ist auch nicht viel. Alter! Alle gleichzeitig bekämpfen. Mit dieser Waffe vor allem nicht. Leck mich am Arsch. Ganz offiziell. Was ist jetzt passiert? Soll ich dazu noch sagen? Kopfschuss. Bin hier mal hinter, vielleicht gibt es hier irgendwie Heilung. Oh, ich hab wieder voll. Das, was mir auch nicht viel weiterhilft. Mit 100 HP und dann nicht ins Boden gehen, meine Fresse. Wo bin ich hier? Alter! Von hinten können sie mich natürlich. Ich hasse alles. Hilfe, 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 Hilfe. Ich sehe die Gegner nicht. Ich hasse mein Leben. Mein Leben. Würdenstein 3D. Das Ding, was dort ausschießen. Dich und dann dich hier. Und dann dich. Und dann, weil er weiß, wo die steht, ihr was gerade. Wer schießt hier noch? Da kommen noch Leute.
Nächstes Mal nicht. Lass mich hier nicht killen. Ich weiß immer noch nicht, wo ich lang soll. Geht's nicht lang. Heilung gibt's ja auch absolut keine. Wenn ich ehrlich. Mal kurz, 20 von 20. Nice. Wo muss ich lang? Lang. Keine Bewegung! Halt! Ja. Als ob du noch lebst. Okay, jetzt habe ich verpasst. Noch mehr Nazi-Bastarde. Ich sehe die gar nicht. Scheiße, Mann. JJ? Alter Schwede. Heilung. Panzerung habe ich doch schon mehr nötig. Level verlassen, ja bitte. Das war extrem. Anya! Kommen, Anya! Hörst du mich? William, ich höre dich. Wie ist es bei dir? Alles okay, Liebes? Mir geht's... Das U-Boot kommt rein. Und wir sind unterwegs zum Lakeview-Bezirk. Hör zu, sei nicht leichtsinnig. Und pass auf dich auf. Das wird schon. Anya, Ende. Horton, wie ist der Status? Ich sammle die letzten Leute ein und dann geht's los. Kommen Sie in den Lakeview-Bezirk. Bringen Sie alle mit. Wir werden da rausgebracht. Tja, Billy, die Idee klingt theoretisch ja ganz nett, aber ich schätze, die ganzen Regimeschweine werden uns auf dem Weg ziemlich aufhalten. Vermutlich kann sie ablenken. Nur bitte nicht. Ich will nicht mehr. Nächster Halt, Lakeview-Bezirk. Tut es ja alle. Ich hasse alles. Nö. Ich kämpfe lieber einhändig, wenn das vielleicht ineffektiver ist. Keine Schuss. Kacke. Kann man es da nicht dran vorbeischneiden? Wahrscheinlich nicht.
Ich hasse es, ich hasse es. Ich bin fast tot. Heilung gibt's ja auch keiner. Gottverdammte Scheiße. Bis zum Ende. Ah. Verdammt. Nächster Halt. Lakeview-Bezirk. Kann ich mich irgendwie durchschleichen? Ich muss dort lang, oder? Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Das ist unpraktisch. Na gut, machen wir es noch einmal. Nee, so nicht. Läuft das nicht? Ich habe nämlich auch nur Heilung. Nächster Halt, Lakeview-Bezirk. Na Kacke. Ah, durchrennen. Captain, wir werden hier überrannt. Wir sind auf dem Lakeview-Apartment-Gebäude. So viele. Und es werden immer mehr. Es sind zu viele. Ich finde, das ist die einzige Lösung. Hört auf, oder Captain? Unglaublich, Mann. Wyatt Ende. Terror Billy, wir sind jetzt bei deinen Leuten auf dem Lakeview Apartment Gebäude. Deine Mitfahrgelegenheit sollte sich beeilen. Lange halten wir hier nicht mehr durch. Boss, bitte komm. Ich beeil mich. Wo ist unser Boot? Ach du Heilige. Wir sind hier wie auf dem Präsentierteller. Wyatt, verstanden. Tut mir leid. Werden auch. Heilung bricht doch bald mal. Ich muss schnell hin zu meinen Leuten. Jetzt hier wieder zurück, nachdem ich da abgehauen bin. Finde ich geil. Ja, Baby! Woo! Great! Sie sind eine gottverdammte Heldin! Ich wusste, sie schaffen das! Ich muss hier durch. Wyatt, Anya, helfen Sie allen an Bord zu kommen. BJ an eine der Bordkanonen und geben Sie Deckung. Schaffen Sie einen Aufschub am Lakeview Apartment Gebäude und ab ins U-Boot. Wir haben den Ausmerzer auf dem Radar. Der ist gleich hier. Los jetzt! Ich beeile mich ja schon. Sehr gut. Durchrennen ist manchmal die einzigste Möglichkeit für mich. U-Boot. Wir haben den Ausmerzer auf dem Radar. Und mit 16 HP. Los jetzt. Wie soll das jetzt klappen? Heilung hier. Ich hasse es. U-Boot. Wir haben den Ausmerzer auf dem Radar. Er ist gleich hier. Los jetzt. Fast zum Henkel. Da kam einer von der Seite. Habe ich nicht gesehen. U-Boot, wir haben den Ausmerzer auf dem Radar. Der ist gleich hier. Los jetzt! Wo bin ich? Mit so wenig HP komme ich hier nicht durch. Das wird im Nebel nix. U-Boot.